Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma Comweb aus Bochum. Wir sind spezialisiert auf Videoschnitt und da wollen wir auch drüber reden, weil die neue 13.000er Serie, die sogenannte Raptor Lake von Intel, ist jetzt auf dem Markt. Und das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, was von Vorteile oder Nachteilen es bei dieser CPU gibt. Eigentlich nur Vorteile. Bin aber euch den Fall schuldig geblieben, was der Echtzeit auf der Timeline angeht. Ja, es gibt aber noch ein paar andere Sachen, die inzwischen auch wichtig sind. Und das bedeutet, wir werden auch reden über die Grafikkarte. Und zwar die zusätzliche Grafikkarte neben der eingebaute, die auf der Intel CPU sitzt, also die Intel UHD Graphics, die Iris, wie sie auch genannt wird. Und diese versorgt uns die QuickSync. Ja, und die ist natürlich super wichtig bei Edius, wo wir jetzt drüber reden. Ja, und dann werden wir auch nochmal die Unterschiede sehen zwischen Windows 10 oder 11. Wo gibt es eben in Bezug auf die Geschwindigkeit, weil ich werde bombardiert mit Fragen, wann gebe ich Windows 11 frei? Weil ich habe Windows 10 immer noch als mein Favorit. Das hat mehrere Gründe, aber wir werden gleich drüber reden. Dann müssen wir doch noch mal ein klein bisschen über die Boards-Unterschiede reden, über die Leistungen. Performancemäßig gewinnt die 13900K, wenn das passende Board da ist. Auch da werden wir noch drüber reden. Ja, und dann werden wir noch mit Sicherheit drüber reden müssen, wie es jetzt aussieht mit der Echtzeit-Wiedergabe. Und da würde ich auch gerne mit anfangen. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Board, wo wir wirklich Hochleistungen machen können. Und ja, das hat den Vorteil, dass ich hier in den Hintergrund auch noch dieses Programm laufen lassen kann, der das Ganze aufnimmt. Ja, das heißt, ich starte mal einfach mit Sequenz 3, Sequenz 1 lasse ich liegen, das geht schon mit der i5, ja, also die i5 dürfen Sie nicht unterschätzen. Wir haben hier 4K laufen mit 4 Spuren und das schafft auch die i5. Allerdings, wenn wir mit Filter arbeiten, wie wir es hier jetzt tun, wird das schon kritischer. Und Sie sehen jetzt schon, dass es wunderbar aussieht, weil ich habe hier den Puffer immer noch auf der hohen Stufe, obwohl wir schon doppelte Filmquellen mit unterschiedlichen Formaten laufen haben. Die restlichen Clips sind immer gleich, aber ich habe hier natürlich unterschiedliche Spuren laufen mit das originale Material. Das heißt, wir haben keine Wandlung durchgeführt. Weil das ist bei Edius, Leute, sowas von verpönt, dass man erst auf HQX umwandeln muss. Das kostet alles sehr viel Zeit, sehr viel Platz. Und Sie sehen, es ist jetzt ohne weiteres möglich, alle Formaten, die wir hier in der Timeline haben, zum ersten Mal seit 6 Jahren, immerhin. Ich hatte damals gedacht, das geht mal ebenso. Nein, das geht überhaupt nicht. Es ist auch so, dass außer da finden Sie in der Studio-Ausgabe immer noch nicht die Programme alle formaten können. Ich finde das schon erstaunlich, weil das sind Kameras, die 6 Jahre alt sind, zugegeben. Das sind sehr unterschiedliche Formaten, aber es ist schon erstaunlich. Deshalb seien Sie froh, wenn Sie mit Edius arbeiten. Es ist einfach eine Wonne. Ja? Sie sehen jetzt, dass das durchgeht. Und das muss man wirklich sagen, also hier überhaupt kein Problem. Ja, Sie sehen es, ich habe hier ein Stückchen, was rot ist. Das ist aber alles. Das heißt, hier hat er Problem oder hier läuft der Puffer langsam, aber sicher zurück. Das heißt, ich müsste hier etwa 20 Sekunden haben, dann wäre er wirklich auf Null. Bei alle anderen Faktoren, auch bei der Y4K, also dieser Umbrella, Codex, ja, die ja nun wirklich nicht einfach ist, alles überhaupt kein Problem mehr. Ich bin richtig, richtig stolz auf diese Rechner. Deshalb hat er auch die Zertifikat für die Extreme bekommen, vor allem, weil der wirklich mit jeder Videokarte zusammenarbeiten kann. Ist einfach ein Wunder, mehr gefällt da. Ich habe den jetzt auf ja, Herz und Niere, glaube ich, heißt das. Ist egal, aber ich habe ihn getestet und für gut befunden. Ja, das ist die Timeline und das ist das, was ich euch zeigen wollte, weil das einfach nur genial ist. Ja, und wir stehen wirklich hier in der vollen Qualität.
und habe hier Echtzeit. Dementsprechend ist das für mich jetzt ein sehr gelungener Timeline und das kommt natürlich dadurch, dass die 13900K die Intro-Grafik etwas höher takten als bei der anderen, auch in der Quicksync-Bereich. Das ist wichtig, weil diese Quicksync eigentlich unser eigentlicher Motor ist. Ja? Wir können übrigens sowieso mal das Ganze auch rendern, damit wir sehen, was hier in der Hintergrund passiert. Sequenz 3 und hau ihm mal die H264 rein. Ich hoffe, das ist die richtige, Leute. Ja, das ist sogar die richtige. Allerdings steht er noch auf der 10-Bit-Umgebung. Das wollen wir nicht. Wir wollen die höchste Qualität mit Superfine in ein ganz normale MPEG-4 mit H264. Ja, und ja, wir sagen ihm mal, gib mal Gas, du kannst schon mal starten. Und ja, vielleicht sollten wir die Kurve dabei nehmen. Sehen, da sind Läufe bei mir immer viele, viele Testen. Das ist sehr konzentriert arbeiten, damit man keinen Fehler macht. Im Moment ist es schon bei 6%. Wir holen also schnell mal die ganze Geschichte dazu. Und hier sehen wir, dass wirklich die Auslastungen hervorragend sind. Die CPU ist ziemlich beschäftigt, der Intel-Grafik ist ziemlich beschäftigt und der Nvidia ist zwar auch beschäftigt, aber nicht mit diesen Aufgaben, weil das haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Ja? So, was habe ich festgestellt? Wenn wir die Liste mal anschauen, dann sehen Sie, dass bei genau dieser Zustand, die ich jetzt habe, also Sequenz 3 mit dem Quicksync, dass diese Zeiten ziemlich gleich sind, nämlich wahnsinnige 3 Minuten und 16. Aber sowohl bei der ohne den Intel als mit der Intel. Das heißt, wenn ich die Intel abschalte, kriege ich genau die gleiche Zeit raus als mit den Quicksync. Ja, und da ist natürlich die Frage, die dann kommt bei der Kundschaft, ja, brauche ich denn noch dieses Intel Quicksync, wenn ich so viele CPU-Kerne habe? Nein, sie brauchen es nicht mehr. Das haben wir jetzt gerade bewiesen. Aber bedenken Sie, dass der CPU von der Leistung, von der Wattleistung, wenn man über seine Powerleistung redet, habe ich hier eine Leistungsaufnahme von 242. Ja, das kommt dadurch, dass diese Intel-Grafikkarte, diese UHD-Graphics, nur mit 0,42 Volt arbeitet und bedeutet in der Wattleistung, wir haben hier eine Wattleistung von etwa 25 bis 30 Watt maximal. Während der Intel CPU, wenn der das berechnen muss, mit etwa nicht mehr 200 insgesamt läuft. Ja, wir müssen ja sehen, dass hier oben die Wattleistung, wo ist er jetzt? Ha, ich habe ihn verloren. Ja, da. Ne, mit 122 Watt zurzeit läuft, maximal 274, dass der, wenn ich rein technisch auf der CPU arbeite, plötzlich nach 400 geht. Ja, oder hier standardmäßig auf 320 läuft. Und das ist ein deutlicher Unterschied in der Stromrechnung. Deshalb ist es nach wie vor nicht verpönt, die Intel zu nehmen. Es ist auch gut so, dass Intel auch benutzt wird, wenn wir mit der Nvidia-Karte berechnen. Ja, deshalb sind die Nvidias grundsätzlich etwas schneller bei der Berechnung, als wenn wir die Intel nehmen. Vor allem bei HVC haben wir das festgestellt, weil da sind dann enorme Unterschiede. Das sehen Sie ja in der Liste. Die Geschichte ist aber so, dass der Nvidia-Karte natürlich auch schon deutlich mehr schluckt. Also die Nvidia-Karte würde ich persönlich nehmen, dann, wenn HIVC gerendert werden muss. Also HIVC ist der bessere Format, ist aber deutlich schwieriger für einen Rechner auszurechnen. Ohne den Nvidia-Karte ist das Wahnsinn. Ja? Jetzt ist es aber nicht so, dass die Nvidia alles perfekt ist. Nein, leider nicht, weil auch wenn ich hier ein 3070 drin habe, ich kann ihn gar nicht benutzen. Weil wenn wir auf der Nvidia mal schauen, dann benutze ich genau 0,1 oder 0,6 Gigabyte von meinen 8 Gigabytes. Und das kommt dadurch, dass der EDIUS-Umgebung
immer noch mit normale CUDA arbeitet. Da ist Helios auf dem Holzweg, sprich, die haben immer noch nicht die zweite Phase eingelautet, die da heißt, wir benutzen die interne Speicher. Jetzt kann ich die Gründe nicht sagen, ich weiß auch nicht warum. Es würde aber bedeuten, dass wir eine deutliche Beschleunigung hätten, wenn sowohl beim Rendern und noch schöner wäre es natürlich, wenn das in der Timeline der Fall wäre. Ja, das wäre eine gute Karte, weil dann könnte man wirklich sagen, ich habe hier noch ein altes Möhrchen, der tut es eigentlich gut und ja, jetzt nehme ich aber erstmal eine neue Grafikkarte, wo dadurch kriege ich dann eine Beschleunigung. Das ist leider nicht der Fall. Ja, das ist bei Matrix zum Beispiel der Fall oder bei DaVinci, bei Adobe, nicht aber bei Helios. Das muss er gut hinter den Öhrchen knüpfen, damit er auch da nicht einen Fehler macht. Also die Nvidia ist wichtig für HEVC. Da merkt er, da sind die Zeiten deutlich besser. Alles andere würde ich über die Intel machen. A, aus Stromersparnisse. Wir können richtig Strom sparen dadurch. Und B, wegen der Last, die auch auf der CPU liegt. Weil wenn der Grafikkarte, egal ob Nvidia oder Intel eigene, die Arbeit macht, kann sie das viel, viel ergonomischer als zum Beispiel die CPU, die eigentlich für alles gedacht ist. Ja? Und dementsprechend ganz klare Aussage, wenn Sie Intel haben, dann benutzen Sie den auch. Und auch wenn der heutige CPU inzwischen so weit ist, dass er genauso schnell im Prinzip rendern kann, durch seine enorme Macht, die er bringt. Ja, ich denke, hier haben wir jetzt genügend geredet über die 13.900K. Jetzt werden wir mal umschalten. Ja, das nächste Thema ist natürlich die Darstellung in der 13.700K. Gerade haben wir nämlich die 13.900K gesehen und jetzt schauen wir das gleiche mal an in der 13.700K. Wir werden also einen kleinen Unterschied haben in Bezug auf der Aufnahmezeit. Und ich denke, ja, wir sehen es auch hier. Obwohl er sich noch sehr tapfer hält, geht es doch jetzt schon runter. Und wir wollen jetzt schauen, ob er inklusive Aufnahme auch noch hier ohne Blessure durchkommt. Und das sieht gut aus. Ich habe ohne diese Aufnahme etwa 60 Grad. Jetzt habe ich 30, sage ich mal. Also hier wird gerade der Beweis geliefert, dass wir mit der 13.700K schon in Echtzeit arbeiten. Und auch wenn wir ein Preisverfall haben bei der 13.900K, die ist gestartet zum Wahnsinnspreis, da war dann wirklich bei mir auch die Ofen aus. Inzwischen haben die sich schon 150 Euro zu unserer Gunst, sage ich mal, runtergewirkt. Und das macht sich A, bei meinen Preisen bemerkbar und B, macht sich das auch bemerkbar in der Preis-Leistungs-Verhältnis, obwohl ich nach wie vor die 13.700K für das, was er leistet, wirklich vorneweg sehe. Deshalb hat er auch die Krone bekommen und nicht die 13.900. Aber für die Leute, die wirklich das Letzte draus holen müssen, weil sie Kameras haben, die das nicht schaffen, ja, dann sind diese gezwungen, die etwas bessere zu nehmen. Das ist nicht nur der CPU, sondern auch das Board. Ja? Und hier sieht er auch schon den großen Unterschied zwischen dem Vergleich mit der i9 und i7. Und zwar haben wir hier zwei rote Flächen, während wir bei der 13.900K nur hier in diesem Bereich ein Problem hatte. Und das hat damit zu tun, dass wir doch etwas langsamer sind auf die 13.700K. Aber er schafft es und das ist das, was für mich Gültigkeit hat, warum ich der Meinung bin, dass der Krone zu Recht bei der 13.700K liegt, auch wenn mir klar ist, dass der 900er etwas schneller ist, aber der Preis-Leistungs-Vergleich hinkt, machen wir unser nächstes Thema. Ja, ein anderer Vergleich, den wir natürlich machen müssen, ist DDR4 und DDR5. Es war ja so, dass beide 12.000er-Serie, also der Vorgänger von der jetzigen Raptor Lake DDR5
prolongiert worden ist. Das heißt, wir konnten sowohl mit DDR4 als 5 bekommen. Allerdings waren die Boards mit DDR5 durch die Preise von DDR5 enorm viel teurer. Und da habe ich dann bewusst drauf verzichtet, weil das waren doppelte Preise und das macht sich nicht echt gut bei den Preisen von DDR-RAM. Jetzt sieht die Welt schon völlig anders aus bei der Launching von der 1300er Serie und da ist es so, dass es manchmal nur noch 30 Euro sind, die eben pro Streifen mehr bezahlt werden müssen und die Unterschied wird immer kleiner. Deshalb haben wir auch beide Welten getestet und ja, da war ich doch ein bisschen erschrocken und habe deshalb auch ein Board ausgewählt, die wirklich völlig identisch sind und das finden Sie bei uns in der sogenannten Low-Cost-Bereich. Das heißt, das sind die Rechner, die bei uns etwas günstiger sind, die Turbos oder die Plus-Rechner. Ja, und bei dieser Rechner verwende ich der Asus Prime. Das ist immerhin ein sehr guter Z790 Board. Allerdings trottet dieser bei der 13.900 gewaltig, deshalb werde ich die wirklich nur in der unteren Bereich einsetzen. Aber dieser Prime hat das Vorteil, oder dieser Asus Prime hat das Vorteil, dass wir wirklich diese Boards identisch kriegen in DDR4 und in DDR5. Warum will ich das? Nun, ich habe festgestellt, dass DDR5 deutlich schneller ist. Wir werden gleich die Zeiten sehen, aber ich habe lange darüber nachgedacht und ich bin der Meinung, dass vor allem in der Timeline die Unterschiede frappant sind und deutlich merkbar sind. Und das hat wohl damit zu tun, dass QuickSync die Unterstützung von DDR5 sehr, sehr liebt. Ja, das ist auch nachvollziehbar, wenn wir einfach mal so eine Nvidia, ein ARC oder ein AMD-Karte nehmen. Die sind alle mit DDR6 schon ausgestattet. Ich habe jedenfalls festgestellt, es lohnt sich nur noch DDR5 zu nehmen, auch wenn die Preise etwas höher sind. Es macht sich sofort in der Timeline bemerkbar und da wir 80% unserer Zeit in der Timeline verbringen, keine Frage. Sie sind auf einem Holzweg, wenn Sie noch mit DDR4 hier etwas machen möchten. Ja, fangen wir an mit der DDR4-Umgebung. Das ist also eine i5 13600K mit einem DDR4-RAM bestückt. Die ist mit dem Standard 3200 bei uns bestückt mit 32 GB. Windows 10 bei beide Systeme aufgesetzt und dann können wir schon vergleichen. Wir sehen in der Timeline, dass wir hier eine X haben bei der Sequenz 1. Bedeutet, dass wir in Native diese Timeline, diese berühmte 4K-Timeline von uns nicht in Echtzeit wiedergeben können. Und ja, das zeigt dann schon, dass wir einen riesen Unterschied haben. Die Zeiten, die sind schon bei 5 Minuten ohne CPU. Das kommt dadurch, ohne QuickSync, das kommt dadurch, dass natürlich bei der i5 deutlich weniger Kerne sind als bei einer i9, um mal ein Beispiel zu geben, wo wir gesehen haben, dass die Zeiten völlig identisch waren, allerdings auch niedriger. Ja? Hier haben wir schon deutlich andere Zeiten, obwohl die super, super schnell sind im Vergleich zum Beispiel zu den Vorgängerboards. Die gleiche Geschichte jetzt bei der DDR5-Ausführung und da sehen wir, dass die Sequenz 1 plötzlich ohne Probleme ja, überall starten kann und überall auch Wiedergabe hat. Das bedeutet, dass wir hier plötzlich ein V sehen oder zwei Vs und bei eben DDR4 war das nicht der Fall. Das sind für mich die größten Unterschiede, warum es sich alleine lohnt, weil wir 85% unserer Arbeit wirklich auf diese Timeline machen. Ja? Wenn nicht mehr, 95% ist keine Ausnahme. Die DDR5 ist übrigens mit 5200 MHz ausgestattet. Das ist das, was die Firma Intel empfiehlt, woran wir uns auch halten. Ja, und die 8-Bit ohne ist hier schon deutlich schneller. Gerade haben wir noch ein 5 davor gesehen und jetzt sind wir schon bei 408. Und klar, auch QuickSync ist da nochmal einen Tick schneller, so wie Nvidia nochmal einen Tick schneller ist. Ja? Auch die Unterschiede zwischen S1 und S3 werden schon weniger. Das heißt, hier wird deutlich mehr Vorteil geholt aus die DDR5. Deshalb, bitte, bitte, nehmt euch die DDR5 als Vorlage, nie eine DDR4 kaufen.
Zu DDR4 und DDR5 habe ich genügend gesagt. Bleibt noch eben die Unterschiede zwischen der DDR4 und 5 und Windows 10 und 11. Aber dann kommt es später. Jetzt erst Windows 10. Also wenn wir Windows 10 sagen, dann meinen wir natürlich die Unterschiede zwischen Windows 10 und 11. Ja, und hier seht ihr die wichtigste Unterschied, die es eigentlich gibt, und das nennt sich Inter-Thread Director. Das ist ein Verfahren, die gibt es zwar in Windows 10 auch, aber die ist weiterentwickelt und optimiert, vor allem für die neue CPUs, also zum Beispiel die Z97 mit eben der 12 und der 13900K. Da ist es so, dass dieses Vorausdenken im Prinzip wesentlich besser funktionieren soll unter Windows 11 als unter Windows 10. Ja, und das ist etwas, was natürlich bei Video durchaus gebraucht werden kann. Denke es immer an komplette Filme, die sie einfach von der einen Codex in der andere wandern müssen. Ja, dann ist eben dieses Vorausdenken doch sehr sinnvoll, weil man weiß ja schließlich, was schon kommt. Ja? Das ist vor allem bei den Sichten, also bei einem VLC-Player zum Beispiel, sehr interessant. Aber es ist auch bei der Rendervorgang innerhalb der Videoschnittumgebung ein wichtiger Aspekt. Ja? Dieses Thread Director soll also in der 11 besser sein, und das haben auch unsere Tests bewiesen. Allerdings war dieses nur bei einer von unseren Firmen, die wir immer in unserem Teststick verwenden. Ja? Die können Sie übrigens bei uns auch bekommen gegen Obolus. Das heißt, damit zahlen Sie dann den USB-Stick im Prinzip und die Porto. Wir wollen da nicht unbedingt Geld mit verdienen, aber es ist eben eine Sache, die Sie auch für Ihre Rechner dann mal testen können. Ja, und dieser Thread Director kommt nur bei Big Bug Bunny zur Geltung. Das heißt, das ist also unsere Tests in Bezug auf, wie sieht es aus. Und da ist es so, dass dieser Big Bug Bunny Test hat gezeigt, dass wir bei dieser Windows 11 etwas schneller sind, also deutlich schneller sind, während alle anderen Zahlen im Prinzip nur 4 bis 5 Sekunden Unterschied brachten. Das ist nichts, wovon ich wach liege. Deshalb ist dieses Verfahren nicht für mich jetzt kriegsentscheidend, und dementsprechend ist das natürlich eine schöne Sache, vor allem weil sie schon funktioniert, ja, im Gegensatz zu der anderen Sache, die noch prolongiert ist bei Windows 11, und das ist diese Microsoft Direct Storage Schnittstelle. Ja, sie ist schon da. Wir haben die erste große Update in Quartal 4 erlebt, also im Dezember besser gesagt letzten Jahres. Erst jetzt sind dann auch die ersten Ankündigungen von bestimmten Spielen, dass das integriert wird bei Neuerscheinungen. Wir sehen aber das Potenzial. Ne? Es heißt ja einfach, dass wir die RAM und die CPU abschalten oder ausschalten und dass nur die Grafikkarte noch diesen Rendervorgang macht mit seiner eigenen RAM. Das ist sogar zu sagen Phase 2, und in der Phase 3 eben also dieses Direct Storage Schnittstelle auch noch kommuniziert mit der Festplatte, sprich mit einem superschnellen SSD am besten, der dafür sorgt dann, dass die Daten zwischen diesen beiden, also der Grafikkarte und der SSD, verwaltet werden. Das hat zum Vorteil, dass es natürlich um Faktor 10 etwas schneller wird, wieder im Vergleich zu der schnellsten Methode. Und die schnellste Methode ist zurzeit eben, dass man sagt, okay, der Grafikkarte kann das jetzt auch mit seinem eigenen RAM ausrendern. Das wird noch gar nicht unterstützt von Aelios. Ne? Wir machen noch CUDA, also wir benutzen Phase 1, und die benutzt das nur für ein Bild. Sprich, das ist auch der Grund, warum wir eine sehr schlechte Auslastung von der Grafikspeicher immer sehen. Es ist eigentlich, wenn man so will, schon bedauerlich, weil ich glaube, Aelios ist inzwischen das einzigste Schnittprogramm, was eben diese Phase 2 nicht unterstützt. Ja? Und das ist schon ein bisschen traurig, weil sogar ein Matrix in der Video Deluxe Abteilung schon schneller ist, oder ein Pinnacle Studio schon schneller rendert als ein Aelios. Ja? Mir würde es schon reichen, wenn
die Firma Edius endlich diese Nvidia auch unterstützt auf der Timeline, weil dann haben wir schon ein enormes Vorteil im Vergleich zu der jetzigen Umgebung. Aber vielleicht ist das angedacht für die Version 11, obwohl ich mir vorstellen kann, dass es natürlich bestimmte Probleme in der Qualität gibt, ja, weil wenn wir unsere Projekteinstellungen ansehen, dann haben wir natürlich noch einen zusätzlichen Codex, den wir immer verwenden, und das ist die Lanzius, und inwieweit der da die Problemchen verursacht, das ist dann die gute Frage, aber ich sage einfach, wenn das wirklich, dass es, ja, diese Beschleunigung, die wir da sehen, dadurch kommt, dass wir die nicht benutzen können, dieses Lanzius ist, dann würde ich dann einfach der Kunde das zur Verfügung stellen, selber zu entscheiden, benutzt es oder nicht. Ja, von der Qualität, keine Frage, ist der Lanzius 3 einfach ein Klasse für sich, ein Welt für sich, die andere Programme nicht haben. Aber ich bin der Meinung, wenn das der Grund ist, dass wir immer noch nichts sehen mit Nvidia, sei es auf der Timeline, sei es bei der Rendervorgang, dass das schneller wird, ist eine traurige Sache, weil wir wirklich inzwischen hinterherhinken und wir waren früher immer die Schnellste, wenn es um Rendervorgänge ging. Und ja, jetzt kann man das eigentlich vergessen. Hier habe ich nochmal alle Zahlen zusammengesetzt. Das bedeutet, wir haben sowohl Windows 10 und 11 mal getestet, ja, also im Vergleich. Wie schnell sind die ganze Geschichte, und von der Zeiten her ist es wieder das gleiche wie bei der DDR4 und 5 vergleichen. Das heißt, ich habe sowohl in DDR4 als in DDR5 mit Windows 11 getestet, und ja, und dann sehen Sie hier nochmal eine Liste mit alle Vergleichen. Ja, auch Windows 11 ist deutlich langsamer in der DDR4-Umgebung als im Vergleich zu der DDR5. Da sind, wie länger man rendert, enorme Unterschiede zu sehen. Ja, und bei der Unterschiede zwischen Windows 10 und 11, da ist kaum ein Unterschied da. Gut, wir reden über eine Sekunde oder sonst was. Ja. Warum ich jetzt nicht nach Windows 11 schon gehe, ist für mich ganz klar, und das ist einfach die Pflicht, sich zu registrieren. Und diese Pflicht, die ist mir gar nicht willkommen, weil es bedeutet einmal für mich als Händler, dass ich die ganze Daten brauche von der Kunde, um überhaupt ein Windows 11 zu installieren, was wieder, ja, Problemchen bringt, aber für den Kunde bedeutet es einfach, dass Windows oder Microsoft die komplette Kontrolle über euer Konto hat. Und wie mehr die wissen, umso mehr können sie daraus einen Vorteil schlagen im Form von Werbung. Die zweite Problematik, die ich sehe, ist einfach die, ja, Entwicklungsphase von Windows 11 ist noch lange nicht abgeschlossen. Wir haben zum Beispiel in der letzten Monat unsere Icons, die wir hier normal in Windows 10 hier unten sehen, endlich auch in Windows 11 bekommen. Ja, es hakt noch an alle Seiten, deshalb habe ich es überhaupt nicht eilig, weil es einfach keine Vorteile gibt, die ich entdecken kann. Im Gegenteil, ich kann nur Nachteile entdecken im Sinne von Registrierung. Ja? Und wenn die Zahlen hier nicht überzeugen, dann weiß ich es auch nicht. Sie können jederzeit nach Windows 11 gehen, wenn Sie das möchten. Wenn Sie einen neuen Rechner bestellen, können Sie einfach angeben, ob Sie mit Windows 10 oder 11 arbeiten möchten. Dann installieren wir dementsprechend die Windows 11, wenn Sie das für notwendig halten. Okay. Ja, der nächste Test ist, ja, da geht es darum, wie die neue integrierte Grafikchip anzuschließen ist. Ja, das heißt, es gilt wirklich nur für die 12.000er und 13.000er Baureihe von Intel und nicht über die alten Rechner. Ja, und hier ist es aber auch so, dass es in meinen Augen lohnt, die Iris als erste zu setzen in der BIOS, dann die Nvidia aktiv einzusetzen und beide zusammen. Ja, das haben wir jetzt getestet, und dafür wollte ich euch die Ergebnisse bringen. Ja, die Ergebnisse sehen Sie jetzt hier. Wir haben in der oberen Bereich die QuickSync als Master in der BIOS gesetzt. Das ist wichtig. Mit der 13700K und der Asus Prime fällt das allererst auf, dass der schon mal einen Schluck langsamer ist als unserer Platinum. Also so schlecht sind wir dann gar nicht. Aber davon abgesehen, die Zeiten oben sind allerdings auch die schnellste.
Wenn wir das Spielchen jetzt umdrehen, dann sehen wir, dass wenn ich der NVIDIA als erste setze und Quicksync als zweite, dass der NVIDIA überhaupt nicht so schnell ist, sprich Edius nicht so schnell ist. Die sind in der HEVC zu vernachlässigen, allerdings in der normalen H264-Umgebung macht das schon wieder einen Schluck aus und dementsprechend ist der NVIDIA in jedem Fall als Master nicht derjenige, die gesetzt werden soll. Was passiert aber, wenn ich jetzt sage, ich verzichte auf die NVIDIA-Karte, die sind mir noch zu teuer, oder ich warte auf die neue 4090 etc. pp., bis die bezahlbar sind? Nun, dann können Sie mit nur Quicksync arbeiten. Sie sehen allerdings, dass die Zahlen hier auch nicht besser sind als mit der NVIDIA-Karte. In der HEVC ist es sogar so, dass wir richtig, richtig büßen. Sprich, das ist dann wirklich sehr langsam im Vergleich. Ja? Aber machbar ist es. Aber hiermit ist dann bestätigt, dass der Quicksync als Master in der BIOS zu setzen ist. Das würde ich auch dringend empfehlen. Weil es ist definitiv ein deutlich schneller, mal unabhängig von der Energie, die sie sparen. Wir haben ja früher in diesem Kapitel darüber gesprochen und ja, dafür lohnt es sich alleine schon, weil ob ich 35 Watt nehme oder 200 Watt, das sind schon Riesenunterschiede und dementsprechend auch im Vergleich zu der NVIDIA, aber auch diese ist nicht gerade die, ja, die sparsame Methode, sag ich mal. Ja? Also Quicksync alleine, ja, kann ich nachvollziehen, allein schon wegen der Stromsparnisse und wegen der Kosten. Die NVIDIA alleine würde ich Ihnen nicht empfehlen, weil die mit Quicksync als erster Gesetz deutlich schneller ist. Ja, das hier zu dieses Thema. Ja, und damit sind wir eigentlich, glaube ich, durch. Das Einzige, was ich in dieser Schulung hier nicht schaffe, sind die Vergleiche, aber das würde ich dann sowieso mal in ein eigenes Video machen. Das heißt, wir wollen mal diese ganz schwierigen Jungs, diese GoPros, diese DJIs in die aktuelle Form. Das heißt, die haben meistens schon 5,6K drauf und 60p und hast du nicht gesehen, 10-Bit HDR, bla bla bla. Das heißt, diese Kameras machen am meisten Probleme, weil wir schon gemerkt haben, die packen auch am meisten. Ja, und die wollen wir mal testen. In diesem System ist das alles möglich. Ja, es ist möglich. Ich habe das schon natürlich getestet, aber es würde hier alles sprengen, was wir an Zeit brauchen. Und dementsprechend würde ich da sagen, bitte haben Sie Geduld mit mir. Ja, ich habe hier eine kleine neue Welpe und die bringt uns um. An der Rand der Verzweiflung zurzeit, das wird sich ändern, aber solange ist natürlich, ja, steht nicht alles gleichzeitig an und kann ich nicht alles gleichzeitig erledigen. Ja, ich hoffe, es hat euch weitergebracht. DDR5, super wichtig, Windows 10 oder 11 ist egal, da spricht es keine Rolle. Ja, und wenn Sie einen guten Rechner haben wollen, bei uns kaufen, weil dann wissen Sie, es ist ein getesteter Rechner. Wer wissen, wer was wem macht. Und ja, in dem Sinne, denken Sie daran, dass die Slots ein Riesenproblem sind, wenn Sie mit mehreren Grafik- oder Zusatzkarten arbeiten wollen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma Comweb.